Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FeeDBeast Infinity Evolved Skyblock Expert Mode. In der letzten Folge haben wir schon bereits angefangen, die Automatisierung für Industrial Craft zu machen. Und da machen wir heute auch weiter. Was uns nämlich noch ein bisschen fehlt, sind die RE-Batteries, die wir unter anderem für Generatoren benötigen. Und diese RE-Batteries, die benötigen als Grundstoff Casings. Und Casings können wir nur im Metal Former herstellen. Das Tolle ist, den Rest, den haben wir dann auch schon fast beisammen. Sprich, wir brauchen einen zweiten Metal Former. Das wird unter anderem der Inhalt der heutigen Folge. Ich möchte es allerdings so schnell wie möglich machen. Was ich deswegen schon automatisieren kann, sind diese beiden Teile. Das heißt, was wir letztlich benötigen, ist einfach nur ein Haufen Copper Cable, die bereits automatisiert sind, und einige Bronze-Item-Casings, um genau zu sein, 10. Und da kommt jetzt nämlich der Witz. Mir fehlen nämlich hier die Casings. Also wenn ich hier Casing eingebe, seht, wir haben nur 2. Aber ich habe natürlich bereits Bronze-Platten automatisiert. Das bedeutet, theoretisch kann ich jetzt diese Bronze-Platten nehmen und einfach mal den bereits automatisierten Metal-Former ein bisschen, ich sag mal, missbrauchen, weil er ist echt nicht dafür gedacht, für das, was wir gerade machen. Denn wir sorgen gerade dafür, da muss ich jetzt wieder ein bisschen Klicke-Klicke machen, beziehungsweise ist eigentlich scheißegal, wenn das gleich ins System kommt, aber ich klicke mal ein bisschen drauf rum, Achtung, zack. Wir sorgen dafür, dass der uns jetzt eigentlich, obwohl er für was anderes da war, das Zeug hier herstellt und im gleichen Atemzug, jetzt wollte ich gerade im gleichen Atemzug den Metal Former noch was anderes machen lassen. Leute, wir lassen den mal ganz kurz durchlaufen. Okay, und das war's auch schon. Ich habe nämlich nicht mit eingerechnet, dass ja aus einer Platte auch 2 von diesen Casings rauskommt. Das bedeutet, wir sind bereits fertig und können den hier wieder zurück auf Extruding stellen. Sehr schön. Das hätten wir auf jeden Fall geschafft. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Chests. Glücklicherweise brauchen wir dafür kein Dirt, nicht wahr? Modern Skyblock, es ist immer wieder eine Freude. Das bedeutet, wir müssen theoretisch jetzt das hier mit dem hier so verbinden. Ha, und zweimal draufklicken. Perfekt, da haben wir das hier schon mal beisammen. Der Metal Former braucht natürlich noch ein bisschen mehr Kram. Den Basic Machine Block haben wir bereits. Wir können einfach mal hier draufklicken. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das heißt, ich muss mir ein Circuit bestellen. Das Tolle ist, dass ich das aber bereits kann, weil ich die ja bereits automatisiert habe. Ganz genau. Einmal hier draufgeklickt und das dürfte instant da sein. Sehr schön. Und was wir jetzt ganz zum Schluss noch brauchen für den Metal Former ist, dass wir hier diese Dinge hier herstellen müssen. Ich weiß es halt nicht. Ja, das hat meine Frage damit beantwortet. Wir brauchen dafür Copper Cable. Und hier aber auch wieder der große Vorteil. Kann uns egal sein. Bestellen wir einfach. Bis gleich. Okay, ich bin der Meinung, wir dürften mittlerweile tatsächlich genug davon haben. Das bedeutet, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Eisen, wo wir 1,9 Millionen von haben. Das könnte in der Tat reichen. Und jetzt hole ich mir meinen Metal Former hierher, muss dreimal das hier, ja, da wird das Eisen mal wieder nicht reingelegt, aus Gründen. Dreimal das hier herstellen, einmal hier draufklicken, einmal das hier holen. Und da ist unser zweiter Metal Former. Ich habe gerade während des Zeitraffers, wo wir ganz kurz gewartet haben, schon mal nachgeguckt. Eigentlich wären auch so Speed-Upgrades relativ geil. Dazu müsste ich nur das, was wir da drüben haben, an Kombination aus ein oder zwei Fluid Canning Machines zusammen mit einem Bottler kombinieren, um die Flüssigkeitsbefüllung automatisch zu haben. Den Rest, den haben wir nämlich schon automatisiert. Also das habe ich gerade überprüft, das ist tatsächlich so. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass ich das mache, weil es ist halt echt nicht viel Aufwand. Also ich könnte es ohne Probleme machen, wenn ihr der Meinung seid. Okay, alles klar, gut. Dann gehen wir jetzt hier auf Extract Always Active und hier auf Insert. Das war's schon mal. Und jetzt müssen wir nur noch hier oben drauf, ich habe das jetzt absichtlich ein bisschen umgebaut, damit es auf jeden Fall reicht vom Platz her, das hier so machen. Sehr schön, Strom haben die guten Freunde hier auch. Und jetzt kann ich den nämlich hier nicht auf Extruding oder Rolling oder Cutting, auf was muss ich denn eigentlich stellen? Auf Rolling, ne? Rolling, Rolling, Rolling. Okay, auf Rolling. Und jetzt haben wir auch das, was wir brauchen. Wir brauchen ja diese Tin-Casings. Tin. Diese hier brauchen wir, weil daraus wird eine RE-Batterie hergestellt. Und um die herzustellen, entweder hier 1:2 oder 1:1 oder hier 1:2. Das heißt, Tin-Platten ergeben Tin-Item-Casings. Wir holen uns mal ganz schnell Tin, weil ich glaube irgendwie kaum, dass wir Tin-Item-Casings. Nee, wäre ja auch irgendwie zu viel verlangt, oder? Ah ne, haben wir ja sogar. Perfekt, dann können wir das direkt automatisieren. Hey, das geht ja richtig voran hier. Ganz ohne, okay, wir hatten jetzt schon 2 Zeitraffer, aber da habe ich ja nur gewartet. Also der echte Aufwand
des Automatisierens ist jetzt nicht der allerhöchste, ne? So, also, der Tin oder die Tin-Platten, die wir hier bestellen können, das sind ja die bereits wohlbekannten, ich sehe sie nicht, seht ihr sie? Hier, das, zack, das ist das Rezept, was wir benötigen. Und das können wir jetzt in unseren zweiten Metal-Former reinlegen, der müsste theoretisch hier angezeigt werden. Genau, sehr schön. Und wenn wir jetzt nochmal die RE-Battery oder wie auch immer die geschrieben wird angucken, dann können wir das automatisiert herstellen, das automatisiert herstellen. Jetzt fehlen nur noch zwei Crafting-Rezepte, beziehungsweise einmal dieses Crafting-Rezept und einmal die Herstellung der Tin Cable. Und da kommt wieder unser erster Kollege zum Einsatz. Sprich, wir benötigen hier oben 3 Tin Cable. Wie geil, dass wir zufälligerweise welche da haben. Wie werden die hergestellt? Aus... Ah, hier braucht es nur Ingots. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, welche Tin-Form ist diese hier, die von Ex Nihilo. Krass, okay. Da ist das Rezept Nummer 1. Und jetzt kann ich fancy sein und zack, zack. Nein, das war nicht das, was ich wollte. Oh Mann, schade. Ich dachte, ich kann das jetzt voll cool lösen, indem ich... Ah, ich krieg's trotzdem hin. Zack. Ja, sehr schön. Und hier ist Rezept Nummer 2. Jetzt müssen wir die nur noch reinlegen und dann können wir bereits... alle Rohstoffe für RE-Batterien herstellen. Und damit können wir auch Generatoren automatisieren. Und damit sind wir auch nur noch einen Schritt, 100 Schritte von unserem Solarpanel entfernt, glaube ich. Okay, wir legen das mal hier dazu, damit das irgendwie in der Ordnung... Nee, sollten wir wirklich nicht machen. Wir sollten es hier hinlegen, damit die parallel arbeiten können. Okay, meine Damen und Herren, jetzt fehlt nur noch ein Schritt, und zwar die Battery. Battery, du Freundchen, komm mal her. Sieht eigentlich relativ gut aus, das kriegen wir hin. Einer hier rein und RE Battery. Das Ding ist fertig, einmal drauf geklickt. RE Batteries sind damit auch automatisiert. Sehr schön. Cool, jetzt würde ich mal sagen, einfach nur weil wir es können, bestelle ich mir jetzt einfach mal 10 RE Batteries. Das dauert dann eine Sekunde. Bis gleich. Was man hier schon sehr, sehr deutlich sehen kann, leider, ist, dass diese Maschinen ohne Speed-Upgrades absolut keinen Spaß machen. Also, dass ich jetzt hier 18, das geht einfach gar nicht. Ich würde aber mal sagen, wir haben, glaube ich, sowieso alles da. Wir gucken mal, was wir für den Generator als nächstes benötigen. Der Generator, wie gesagt, als Grundstoff für den Solarpanel, braucht ja hier die RE-Batterie und den Rest, den wir bereits automatisiert haben. Das bedeutet, ich traue dem nicht. Haben wir wirklich diese Art von Iron Blade automatisiert? Tatsächlich haben wir. Okay, dann ist alles in Ordnung. Dann haben wir mit diesem Ding jetzt hier den Generator. Sehr schön, cool. Haben wir den auch in der Sammlung. Lege ich mal hier dazu. Und jetzt sind wir schon bei der Solarpanelerei angekommen. Also ihr seht, das geht eigentlich relativ schnell. Hierfür brauchen wir nämlich jetzt auch nichts Neues mehr. Das sind alles Rezepte, die wir bereits kennen. Das heißt, wir können auch das einfach so hier oben eingeben. Zack, zack und zack. Sehr schön. Und hier fehlen jetzt aktuell noch Material. Jetzt wollte ich gerade sagen, Alter, wenn ich jetzt hier so auf diese primitive Art und Weise cheaten könnte, wäre das krass. Hier fehlen jetzt gerade noch Materialien. Dass ich kein Glas habe, halte ich mal für ein Gerücht. Ich habe 43.000. Kann mal vorkommen. Was ich ihm allerdings glaube, ist, dass wir keinerlei Circuits wieder da haben. Aber da können wir einfach mal 2 bestellen. Das dürfte in Sekunden schneller da sein. Herrlich, du. Das nenne ich mal Geschwindigkeit. Alles klar. Solarpanel-Rezept ist auch am Start. Wie schnell wir hier heute vorankommen. Ich bin gerade echt ein bisschen begeistert. Wir legen mal die Sticks hier hoch, damit ich hier mehr Platz habe. Nice. Okay, cool. Damit haben wir es wirklich auch alles parallelisiert und so weiter. Und Tier 1 Solarpanels haben wir sogar da. Die werden wir auch gleich mal spaßeshalber einscannen, weil mich interessiert, ob es funktioniert. Ja, dankeschön. Mich interessieren natürlich vor allem auch die Kosten und alles sowieso. Und ich glaube, ich habe auch alles richtig eingeschlossen, oder? Ja. Safe. Was auch immer ich da gerade... Was war das Letzte, was ich eingescannt habe? Tiny Pile of Plutonium. Alter, wie teuer die ist, ne? Im Gegensatz zu Iridium. Ist ja echt, also... Okay. Scanner. Der scannt mein Solarpanel. Das finde ich in Ordnung. Sehr schön. Dann lassen wir ihn das mal scannen und wir gucken natürlich weiter, weil als nächstes interessiert uns das nächste Solarpanel. Und das ist das Advanced Solarpanel, was hier draus gecraftet wird. Advanced Alloy haben wir irgendwann schon mal vor Ewigkeiten automatisiert. Advanced Circuits könnten wir so langsam, ich meine, wir haben noch nie Carpenter automatisiert, ne?
Ich wollte die eigentlich immer aus RAF gewinnen, weil, also ich meine, alles andere haben wir mittlerweile automatisiert. Also, wäre jetzt kein großer Weltuntergang, um ganz ehrlich zu sein, die aus normalen Materialien herzustellen und sich das hier im Matter zu sparen. Auf der anderen Seite könnte man sich jetzt echt drüber streiten, zumal, wenn wir die halt wirklich aus Geometer herstellen können, diese Advanced Circuits oder die Hybrid oder Advanced Solar Panel oder auf welchen Layer wir auch immer gehen können. Du, dann, ich meine, wir können halt den kompletten Hybrid-Schritt überspringen. Das finde ich halt relativ geil. Ha. Na, weiß ich nicht, du. Also Advanced Solar Panel müssen wir auf jeden Fall drin haben. Aber dann könnten wir uns mal überlegen, wie wir wirklich am besten vorwärts kommen. Na gut, also muss ich auf jeden Fall Advanced Alloy mal her, oder das muss ich sowieso automatisiert haben. Advanced Circuits können wir uns immer noch drüber nachdenken. Dieses Irradiant Ödelmanödel ist, und das Zeug ist halt auch alles überhaupt nicht teuer. Aber Advanced Alloys, und ich bin mir nicht sicher, ob wir die schon mal... Ja, das war zum alten System. Im alten System hatten wir die automatisiert, ne? Ja, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Also, Advanced Alloys ist im Kompressor. Haben wir schon mal einen Kompressor automatisiert? Ich glaube nicht. Mixed Metal Indots. Das, Gott sei Dank, ist tatsächlich aber nur ein Rezept, was wir einfach automatisieren können. Das bedeutet, ich gehe mal kurz hin. Mixed Metal More Ingots. Dafür brauchen wir 3 Tinplatten, die ich mir davor noch schnell herstellen lassen muss. Aber das ist cool, also das ist so, der Workflow ist auf jeden Fall am Start, das funktioniert relativ gut. Das dürfte jetzt auch nur wenige Sekunden dauern, bis wir die da haben. Also das dauert eigentlich schon gerade fast zu lange, ich meine, ich lasse die ja... Ja, da kam das erste, ah, da sind sie alle 3, okay, sehr gut. Sehr schön, das ist das Rezept, was wir hierfür benötigen, 2 können wir auch gleich mal irgendwo hinlegen. Das ist craftbar und alle Ingredients, die wir hier unten sehen, sind auch bereits herstellbar, also das ist überhaupt nicht das Ding. Das Interessante ist es dann eher, machen wir das mal hier dazu. Das Interessante ist es dann eher, das hier weiter zu verwandeln, weil dafür müssen wir noch ganz schnell einen Kompressor. Mich wundert das ein bisschen. Ich dachte, wir hätten schon mal einen Kompressor automatisiert, aber offenbar ist das nicht der Fall. Na gut, wie viele Kanäle haben wir denn hier noch? Immer noch 3 Platz, ne? Bauen wir das mal hier noch schnell hin. Machen wir es hier ans Exor. Dann hole ich mir mal schnell den Kompressor von da drüben. Wo ist meine Dolly, wenn man sie mal braucht? Ja, und dann kann der sich um das Komprimieren kümmern. Ja, passt doch eigentlich. Also wird halt wieder ewig dauern und so weiter, weil langsam. Vielleicht muss ich mich wirklich mal in der nächsten Folge um diese Flut-Geschichte kümmern. Aber da ist er. So, auch der braucht natürlich wieder die Geschichte mit dem Strom und so weiter. Und ja, dann funktioniert das aber. Ich baue das ganz schnell. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe jetzt hier gerade eben schon mal das Replicaten von meinen Advanced Circuits angeworfen. Außerdem hatte ich noch 64 Iridium drin, von denen ich jetzt gar nichts mehr wusste. Und hier haben wir mittlerweile herausgefunden, dass ein normales Solarpanel 1300, also das ist halt wirklich, das ist halt 10 Iridium für so ein normales, langweiliges Solarpanel. Das lohnt sich auf keinen Fall. Also nicht mal annähernd lohnt sich das. Nie wird sich sowas lohnen. Für uns aktuell. Das lohnt sich. Nein, es lohnt sich nicht. Okay. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich den Advanced Alloy Ödel hergestellt habe. Das heißt, wir können das Rezept hier fertig machen. Sehr schön. Zack. Da ist das Rezept, was wir benötigen. Und das können wir jetzt hier unten in den Kompressor hineinlegen. Sehr schön. Das ist der, den wir brauchen. Sehr schön. Was brauchen wir jetzt noch für das Advanced Solar Panel hier? 2 von denen, die ich bereits herstellen lasse. Hier habe ich, glaube ich, Reinforced Iridium Iron? Iridium Ingot? Ist das jetzt gerade dein Ernst? Hier brauchen wir bereits Iridium? Carbonplatten? Leute, ich dachte, ich mache das jetzt mal schnell. Aber das ist ja... Ich glaube, die können wir herstellen. Ja, das ist jetzt echt nicht so das Problem. Das ist ja noch viel aufwendiger als gedacht. Ja, okay, dann haben wir vorerst ein bisschen ein Problem. Ich lasse jetzt das Zeug hier mal fertig durchlaufen. Aber wir sehen uns wohl erst in der nächsten Folge wieder. Es tut mir jetzt leid, weil ich dachte echt, es reicht, aber es reicht halt wirklich nicht. Wir müssen erst noch Iridiumplatten und so weiter automatisieren. Ich glaube, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Wie automatisiert man übrigens den Replicator? Also,
Lässt man den einfach immer durchlaufen oder macht man den ultra schnell oder was ist da der richtige Weg? Weil ich basiere jetzt bald vieles, ne, auf dieses Replication-Kram. Das kann ich mir auch nicht immer leisten, da immer von Hand hinzulaufen. Okay, aber für heute würde ich sagen, war's das. Ich sag an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder. Und dann machen wir die Upgrades, weil die fucken ab. Und Iridiumplatten. Ja, gut. Ne, brauchst du zwischendrin mal Iridium? Kann man mal machen. Bis bald. Ciao.